einem neuen Food Friday. Zwar gerade aus der Küche, weil ich wieder am Kreieren von Food Trends bin. Aber die heutigen Rezepte sind eigentlich von Marco. Und zwar haben wir drei seiner Klassiker gemacht. Und zwar einmal Burger, dann Sandwiches und auch Burritos. Und das sind alles so Gerichte, die es bei uns echt sehr regelmäßig gibt. Aber diesmal hat Marco sie ganz neu für euch entwickelt und ausprobiert. Sind auch alles ein bisschen besonderer, kann man sagen. Denn wir haben auch vieles davon selbst gemacht, wie zum Beispiel bei den Burgern die Brötchen und die Patties oder auch bei den Burritos die Wraps natürlich und bei dem Sandwich haben wir unser eigenes Sauerteigbrot benutzt, wozu auf jeden Fall auch bald ein extra Beitrag kommt. Da wollte Marco nämlich mal sowas für einen Foodblog schreiben, weil da immer so viele Fragen kommen, aber das ist echt so ein ganzes Thema mit den ganzen Gehzeiten und den Falltechniken und so. Aber wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Rezept. Beim Thema Brot war, nehmen wir auch direkt mal die Sandwiches als erstes. Die sind so richtig lecker belegt mit so einem schönen joghurtartigen Dip, dann außerdem selbstgemachter Speckalternative und vor allem auch so einer Käsealternative, die so ein bisschen ja, weicher ist. Das erinnert dann so ein bisschen an so ein Grilled Cheese Sandwich, kann man sagen. Und dann noch so mit frischem Gemüse, also eine absolut leckere Kombi. Wir machen uns zuerst an die Käsealternative. Da haben wir Sonnenblumenkerne verwendet. Die sind erstmal günstiger als zum Beispiel Cashewkerne und haben auch so einen schönen herben Geschmack. Die haben wir erst mal in kochendem Wasser einweichen lassen, damit die sich besser vermixen lassen. Und die kommen dann aber ohne das Einlegewasser in einen Mixer zusammen mit den anderen Zutaten. Wir haben hier unseren Hochleistungsmixer verwendet, weil der das Ganze echt super schön fein vermixen kann. Da könnt ihr alternativ aber auch gerne einen Stabmixer verwenden. Und wenn das dann so richtig schön dreamy creamy geworden ist, legt ihr einen Teller mit Backpapier aus und könnt solche Metallringe mit etwas Öl einpinseln oder alternativ auch einfach eine Schüssel nehmen. Und das Ganze kommt dann danach am besten über Nacht in den Kühlschrank, damit es halt fester wird. Und währenddessen können wir uns dann vorm Servieren an die Speckalternative machen. Da benutzen wir als Grundlage Reispapier. Es eignet sich aber auch gut zum Beispiel so Aubergine in ganz dünnen Streifen oder auch Kokoschips. Und für die Marinade haben wir dann einfach alle Zutaten miteinander vermischt, wie zum Beispiel auch dieses Liquid Smoke. Das hat so einen richtig tollen, rauchigen Geschmack. Da könnt ihr aber auch gerne so rauchiges Paprikapulver alternativ verwenden. Und dann legt ihr diese Reispapierstreifen einmal in warmem Wasser ein, damit die schon mal so ein bisschen weicher werden. Dann streift ihr das Wasser auf jeden Fall ab, damit die nachher auch schön knusprig werden. Und dann kommen sie in die Marinade und aufs Backblech. Die brauchen auch gar nicht so lange im Ofen, aber lange genug, um zwischendurch den Dip zuzubereiten. Da machen wir so einen schönen Art Kräuterquark, kann man sagen. Da kommt aber auch noch ein bisschen Knoblauch rein. Mögen wir immer sehr, sehr gerne. Und zum Beispiel Petersilie und Schnittlauch. Könnt ihr aber auch gerne andere Kräuter verwenden. Das Ganze wird dann einmal vermischt und kann schon mal ein bisschen durchziehen. Zum Servieren haben wir, wie gesagt, unser frisches Sauerteigbrot genommen. Hört euch mal bitte diesen Crunch an. Ja, und dann kann es auch schon ans Belegen gehen. Ich habe hier erst ein bisschen Dip drauf gegeben, dann frisches Gemüse, also Spinat, Tomaten, dann ein paar Scheiben von unserer Käsealternative, den gebackenen Speck sozusagen, dann etwas Gurke, noch mehr Dip und dann die zweite Scheibe. Also viel Spaß beim Essen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so unbedingt ein Essen für ein erstes Date vielleicht, aber ja, es könnte ein bisschen messy werden, aber es ist absolut eine Geschmacksexplosion. Also so tolle Konsistenzen und Geschmacksrichtungen einem, macht auch richtig gut satt und vielleicht kommt das ja für eure nächste Brotzeit auf den Tisch. Weiter geht's dann mit den Burgern. Ich glaube, die sind so mein Highlight oder mein Favorit aus diesem Video. Die waren ultra lecker. Wir haben da so eine Italien Sorte draus gemacht, weil Marco hat sich überlegt, da so Oliven mit drauf zu geben und Rucola und Artischocken und dann hat das irgendwie am Ende alles so gut gepasst, auch mit den getrockneten Tomaten, dass das dann, ja, echt so eine tolle italienische Geschmacksrichtung geworden ist, kann man sagen. Und das Beste am Burger finde ich dann auch noch diese schwarzen Brötchen. Das ist echt ein absoluter Hingucker. Für den Brötchenteig haben wir Hefe verwendet. Da ist es immer wichtig, dass der pflanzliche Drink nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, damit die auch richtig schön aufgehen kann. Am besten in Kombination mit etwas Süße wie Ahornsirup, Agavendicksaft oder Zucker als Nahrung sozusagen. Und für die tolle Farbe haben wir so Aktivkohletabletten genommen. Die bekommt ihr einfach in der Drogerie, eigentlich für die Verdauung, aber wir benutzen die jetzt für die Farbe. Und dann kommen erstmal alle trockenen Zutaten in die Rührschüssel, wie jetzt zum Beispiel hier das
Dinkelmehl, etwas Salz, dann die Aktivkohle als Pulver und unsere Hefemischung. Dann gebt ihr noch etwas Öl hinein und das Ganze wird dann entweder von der Maschine oder per Hand oder mit einem Rührgerät in einen Teig geknetet. Danach nehmt ihr euch den nochmal so und knetet den mit den Händen schön durch. Dann könnt ihr ihn auch schon teilen, eure Brötchen formen. Da könnt ihr immer so ein bisschen Spannung reinbringen und den dann zu so kleinen Brötchen formen. Die kommen dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und gehen erstmal eine Runde, damit sie noch ein bisschen größer werden und nachher vor allem fluffiger. In der Zwischenzeit haben wir dann genug Zeit, um die Patties zuzubereiten. Als Eiersatz benutzen wir immer gerne Leinsamen. Die muss man auf jeden Fall vorher schroten, damit sie ihre Quellfähigkeit sozusagen entfalten in Kombination mit Wasser. Und dann habe ich ja gesagt, dass wir so eine mediterrane Art gemacht haben, also mit getrockneten Tomaten, die kamen hier zum Beispiel rein, ein paar Walnüsse für die Konsistenz, Knoblauch auf jeden Fall und auf Grundlage von weißen Bohnen haben wir es diesmal gemacht, da könnt ihr auch andere Hülsenfrüchte nehmen, dann kommen Gewürze mit rein, ein paar Haferflocken, dann wird das Ganze einmal so richtig schön durchgemixt, also wir haben jetzt hier unsere Küchenmaschine genommen, das heißt, das Ganze muss nicht unbedingt fein werden, sondern erstmal so ein bisschen grob vermixt, sage ich mal. Dann könnt ihr das Ganze nachher einfach nochmal mit den Händen so ein bisschen durchkneten. Die sollen halt nicht so super fein sein, sondern am Ende ja auch noch ein bisschen Biss haben, aber trotzdem gut zusammenhalten. Das ist immer so ein bisschen die Kunst bei Burger Patties. Vor allem auch das Form ist wichtig. Also sie sollten überall gleich dick sein und vor allem auch am Rand solltet ihr sie immer gut zusammendrücken, dass sie dann beim Braten nicht auseinanderfallen. Ja, und in der Zwischenzeit sollten auch die Brötchen aufgegangen sein. Die könnt ihr noch ein bisschen einpinseln mit pflanzlichem Drink, mit Sesam bestreuen und dann auf jeden Fall eine Schüssel Wasser in den Ofen stellen, damit die nachher auch von außen schön fluffig werden. Und dann haben wir währenddessen wieder genug Zeit, den Dip zuzubereiten oder die Soße. Da haben wir so einen tomatigen Dip gemacht mit Dosentomaten, der Einfachheit halber und Tomatenmark, etwas Zitrone. Und um das Mediterrane wieder reinzubringen, kam jetzt hier frischer Basilikum mit dazu. Für die Süße haben wir ein paar Datteln mit reingegeben und dann kam noch etwas Balsamico-Essig hinzu. Das Ganze kann dann noch ein bisschen durchziehen, bis es ans Servieren geht. Und dann können wir uns auch schon an die Patties machen. Die wollen wir am besten warm essen. Die am besten in etwas Öl anbraten, dass sie auch schön goldbraun und knusprig werden. Ja, und dann sollten unsere Brötchen auch schon fertig sein. Die können wir einmal aufschneiden und dann kommt von allem ein bisschen drauf, würde ich sagen. Also wir haben jetzt hier noch frischen Rucola mit drauf gegeben. Außerdem kamen dann auf das Patty noch ein paar Zwiebelringe. Die haben wir einfach roh gelassen. Ich finde, so rote Zwiebel kann man ganz besonders auch gerne so essen. Dann noch ein paar Oliven. Außerdem Artischocken. Da haben wir einfach so eingelegte genommen, die auch schon in so einer Kräutermarinade waren. Und dann kann der Burger auch schon genossen werden. Also mal schauen, ob ihr da ganz ein Stück abgebissen bekommt. Aber ich finde, das ist echt, wie gesagt, ein absoluter Hingucker. Ihr könnt auch zum Beispiel rote Beete nehmen, um die Patties einzufärben oder Kurkuma-Pulver. Also da kann man immer ganz tolle Kreationen machen. Und die Burgerwelt ist ja sowieso so bunt. Da gibt es so tolle Geschmacksrichtungen, sage ich mal, dass da echt für alle was dabei ist. Vielleicht probiert ihr das Ganze ja mal mit dieser mediterranen Variante. Und kommen wir jetzt zu den Burritos. Da finde ich echt das Leckerste dieser Zitronenreis, der da mit reinkommt, weil ihr wisst, wie sehr ich Zitronenabrieb in jeglichen Rezepten liebe, sei es süß oder herzhaft. Und was hier auch absolut köstlich ist, ist dieses vegane Hack, was er aus so Sojagranulat selbst gemacht hat. Das ist super geschmacksintensiv. Und ihr könnt schon mal raten, was die Guacamole wird, also was das für eine Grundlage ist, denn Avocado ist es schon mal nicht. Für die Füllung beginnen wir erstmal mit dem Reis. Den könnt ihr am besten immer durch ein Sieb mit etwas Wasser abwaschen, bevor er dann mit Wasser zum Kochen in einen Topf kommt. Und während der dann vor sich hin köchelt, machen wir uns schon mal an die Wraps. Da kommen auch erstmal die trockenen Zutaten in eine Schüssel, können schon mal vermischt werden. Und danach kommt das Wasser hinzu, zusammen mit einer Joghurt-Alternative und auch etwas Öl. Das Ganze könnt ihr dann zu einem Teig schön vermischen, sodass da keine Klümpchen oder so mehr drin sind. Und dann kann der erstmal zur Seite gestellt werden, sodass er ein bisschen ja, durchziehen kann. Und währenddessen haben wir dann genug Zeit, um schon mal die zweite Füllung zuzubereiten. Und zwar machen wir so eine Hackalternative, also so einen Chili, schön mit Bohnen und Mais, also ein bisschen mexikanisch. Und dafür braten wir erstmal Zwiebel und Knoblauch an, was ja schon mal den leckersten Geruch erzeugt. Da kommt dann noch etwas Sojasauce zum Ablöschen hinzu und dann einfach Dosengemüse. Und wir haben jetzt hier so ein Sojagranulat genommen. Das war jetzt so ganz fein und klein. Das heißt, wir machen da so ein One-Pot-Gericht draus. Das müsst ihr nicht vorher so kochen, sondern durch die Flüssigkeit, ja, quellt das dann so ein bisschen auf und kann dann nachher
nachher noch schön gewürzt werden, zum Beispiel durch Tomatenmark und verschiedene Gewürze. Das wird so richtig schön geschmacksintensiv und kann man auch sehr gut für Meal Prep verwenden, weil das halt am nächsten Tag, sage ich mal, noch besser und intensiver schmeckt. Ja, und während das durchzieht, können wir uns an den Dip machen. Da habt ihr ja schon richtig geraten, dass hier Erbsen zum Einsatz kommen. Die sind erstmal richtig schön proteinreich, haben eine tolle grüne Farbe und eignen sich auch super gut so für Dips, und zwar in Kombination mit einer Joghurt-Alternative. Marco hat jetzt hier noch eine Prise Kala Namak hinzugegeben und auch Knoblauch. Und wenn das Ganze dann ein bisschen grob vermixt wurde, wir haben hier so einen kleinen Zerkleinerer genommen, kommen dann die restlichen Zutaten hinzu. Und zwar einmal frischer Limettensaft, dann auch rote Zwiebel fein gehackt, genauso wie Tomate und auch etwas Minze. Dann noch etwas Salz und Pfeffer. Und das Ganze könnt ihr jetzt ein bisschen vermischen, sodass das halt so eine schöne, cremig-grobe Konsistenz bekommen hat. Währenddessen sollte auch der Reis fertig gekocht sein. Da kann jetzt der Zitronenabrieb und auch der Saft hinzugegeben werden. Und dann können wir uns auch schon an die Wraps machen. Die könnt ihr in einer beschichteten Pfanne mit etwas Öl anbraten. So ein bisschen Teig einfach in die Pfanne geben, hin und her schwenken und dann, wenn sie goldbraun sind, ungefähr einmal wenden. Und dann können wir uns auch endlich ans Befüllen machen. Also ihr gebt einfach von dem Zitronenreis, von dieser veganen Hackmischung und von der Erbsen-Guacamole reichlich was in die Mitte. Und dann nehmt ihr euch die Ränder, klappt die so ein bisschen ein und rollt ihn dann von unten auf, drückt den dabei gut zusammen. Ihr könnt das Ganze dann auch gerne nochmal in der Pfanne anbraten, sodass er von außen auch ein bisschen knusprig wird. Oder ihr lasst das Ganze einfach so und genießt es so. Ihr könnt auch gerne noch den Dip dazu stellen, sodass man zwischendurch noch ein bisschen mehr nehmen kann bei Bedarf. Und die kann man sich auch sehr gut zum Mitnehmen vorbereiten. Dann kann man die einfach in ein bisschen Backpapier einwickeln und dann to go sich schnappen. So, ich bin super gespannt auf euer Feedback. Marco bestimmt auch. Die Rezepte findet ihr wie immer auf dem Foodblog. Verlinke ich euch gerne mal in der Infobox. Ich freue mich schon sehr darauf, eure Nachkreationen zu sehen. Ihr könnt mich ja gerne mal wissen lassen, was ihr jetzt so auf den ersten Blick am spannendsten oder leckersten fandet. Also vielleicht mag das ein oder andere so ein bisschen aufwendiger sein, aber ich finde, es lohnt sich immer, wenn man wirklich so die Sachen selber macht und auch weiß, was drin ist, so in der Zubereitung sozusagen ganz viel mitwirken kann. Also auch wenn man das zum Beispiel für Gäste oder FreundInnen macht, dann kommt das immer richtig gut an. Das sind ja auch alles so Gerichte, die man sich gut irgendwie am Tisch auch so selbst zusammenstellen kann. Da habt ihr ja noch andere Ideen für Marco, die ihr mal ausprobieren könnte oder für euch veganisieren soll. Da sind nämlich auch richtig gut drin. Also ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!